Terror in New York City. Zwei Flugzeuge krachen mitten in die beiden riesigen Türme des World Trade Centers. Checkerel checked, New York News. Checkerel checked, New York News. Die beiden Twin Towers sind am 4. April 1973 die höchsten Gebäude der Welt. Der Südturm schießt 415 Meter in den Himmel und der Nordturm 417 Meter. Mit Antenne sogar unglaubliche 527 Meter. Das sind von der Länge her mehr als 5 Fußballfelder hintereinander. Am 11. September 2001 dann der Schock. Terror in New York City. Zwei Flugzeuge krachen mitten in die beiden riesigen Türme des World Trade Centers. Das erste Flugzeug bohrt sich um 8.46 Uhr mit 790 km/h in den Nordturm. In nur einer Sekunde sterben die Menschen im Flugzeug und in den zerstörten Etagen des Wolkenkratzers. Um 9.02 Uhr wird klar, das war kein Unfall. Das zweite Flugzeug knallt mit 950 km/h mitten in den Südturm und explodiert. Wieder sterben auf einen Schlag unzählige Menschen. Doch der Horror nimmt kein Ende. Mit ohrenbetäubendem Lärm stürzen die attackierten Zwillingstürme des World Trade Centers in sich zusammen und begraben fast 3000 Menschen unter den gigantischen Geröllmassen. An diesem Ort des Schreckens hat New York das höchste Gebäude der USA errichtet, das One World Trade Center. Zum Gedenken der getöteten Menschen finden die Besucher in New York am ehemaligen Ground Zero außerdem das 9/11 Memorial, den Oculus und das 9/11 Museum. Hier, wo die New Yorker vor 51 Jahren im Financial District die Twin Towers eröffnet haben. Checkerel. Checkerel. Best videos ever.